Hol deine Spitzhacke und deine Schaufel heraus. Wir schauen uns hier nämlich mal ein paar Fakten an. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute schauen wir uns die 10 besten Fakten über Minecraft an. Für diese Liste schauen wir uns die merkwürdigsten, überraschendsten und atemberaubendsten Fakten des weltweiten Phänomens an. Ja, maybe it's time. Nummer 10. Die unendliche Welt. Zwar ist nichts unendlich, aber Minecraft versucht genau das zu erreichen. Das Spiel lädt jede einzelne Welt separat und basierend auf dem vorhandenen Arbeitsspeicher. Es lädt auf jeden Fall immer mehr Chunks, als man wirklich begehen kann. Aber zu Chunks später noch mehr. Die Oberwelt ist theoretisch unendlich, aber auf jeden Fall das 17-fache der Oberfläche unserer Erde. Wenn man das Spiel vor der Beta-Version 1.8 gespielt hat, war es sogar möglich, die sogenannten fernen Länder zu erreichen, die das Ende einer unendlichen Welt darstellen. Aber dafür müsste man von der Mitte bis zum Rand ca. 12.551 Kilometer gehen. Nummer 9. Große Chunks. Aber woraus besteht die Welt von Minecraft eigentlich? Aus 1 Meter mal 1 Meter Blöcken, die zusammen zu sogenannten Chunks verbaut werden. Das klingt ja schon ziemlich beeindruckend, aber die tatsächliche Zahl wird euch umhauen. Jeder Chunk besteht aus 65.000 Blöcken. Das meiste ist die Luft um einen herum, da es im Spiel Minecraft kein Vakuum gibt. Also ist jeder dieser Blöcke transparent, weshalb man durch sie hindurchsehen kann. Nummer 8. Das Schwein, das zum Creeper wurde. Ein kleiner Fehler kann zu den überraschendsten Dingen führen. Genauso geschah es mit dem Creeper, dem grünen, zischenden Monster, das immer zum ungünstigsten Moment explodiert. Die Legende besagt, dass Notch, der Entwickler, eigentlich Schweine programmieren wollte, aber die Maße falsch berechnet hat. Heraus kam eine dünne und große Kreatur, aber er beschloss, sie einfach zu behalten. Er gab diesem Monster noch ein bizarres Gesicht und machte es hochexplosiv, sodass der Spieler niemals auch nur eine ruhige Minute hat. Nummer 7. Der Game of Thrones April-Scherz. Am 1. April ist man entweder der Gelackmeierte oder lacht sich schlapp. Beim Fake-Update vom 1. April 2014 wohl eher das zweite. Wenn man an besagtem Datum das Spiel gestartet hat, wurde man mit einer A-Cappella-Version der Intro-Musik von HBOs Fantasy-Serie Game of Thrones begrüßt. Dieser Spaß wurde zu Ehren der damals gerade anlaufenden 4. Staffel der Serie gestartet und sollte auf das Game of Thrones Resource Pack aufmerksam machen. Die Macher des Resource Packs spendierten auch noch komplett neue Soundeffekte und alles nur mit ihren eigenen Stimmen. We're sorry we ruined Minecraft today. No, we are not. Nummer 6. Der Nachbau Dänemarks. Es ist etwas faul im Staate Dänemark und das konnte man eine lange Zeit lang sogar selbst begutachten. Um das Interesse der Jugend an Erdkunde zu erhöhen, hat die staatliche dänische Stelle für Geodaten das komplette Land in Minecraft nachgebaut. Die ganze Karte nahm mehr als 1 Terabyte in Anspruch und benötigte mehr als 4 Milliarden Blöcke. Größten Wert wurde auf die Genauigkeit der Städte gelegt. Wie das unser Nachbarstaat geschafft hat, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Nummer 5. Sicher mit dem Kürbis. Neben dem Creeper gibt es eine noch viel verstörendere Kreatur bei Minecraft, der Enderman. Und das nicht nur wegen seinen unangenehmen Geräuschen und seiner Vorliebe, einem im Dunkeln aufzulauern. Watch you now, why you turn something into nothing, look it's raining now. You better believe me, sir, I ain't bluffing, gonna creep you now. But not creep like those green things that you often see, come on TNT, that don't bother me, I'm like Slenderman, do it properly. Zum Glück gibt es für dieses Problem eine Lösung. Steck dir einfach einen Kürbis auf den Kopf. Das ist keinesfalls als Scherz gemeint. Stülp dir einfach einen Kürbis über deinen Kopf und du kannst den Enderman davon abhalten, dir böse gesinnt zu sein. You saw me there.
Just one glimpse and I'm gone, but not for long, 'cause I bet you're scared. This town ain't built for two, just for one. Stay aware, 'cause I'm just chilling over here, not over there. I like to stare, 'cause I'm both your biggest fan and your worst nightmare. Nummer 4, Microsoft's großer Kauf. Have you sold out to the evil corporations yet? No, not yet. We hope not to. Erfolg lockt Käufer und Käufer bringen Gehaltschecks. Man mag es kaum glauben, aber Microsoft hat Ende 2014 Mojang und seine Schutzrechte an Minecraft für unfassbare 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Ich frage mich ja immer noch, wie Microsoft die 2,5 Milliarden Dollar, die die für Minecraft ausgegeben haben, wieder reinbekommen wollen. Mit dem Kauf wollte Microsoft seine Position auf dem Markt für mobiles Gaming stärken, neben all den anderen schönen Möglichkeiten, die sich aus so einer Shoppingtour noch so ergeben. Zwar war nicht klar, welche genaue Richtung man mit Minecraft in der Folge einschlagen würde, aber es stand fest, dass die Qualität und die Kreativität nicht leiden dürfen. Viele Fans haben jetzt Angst, dass Microsoft ihnen den Zugang zu Minecraft auf PlayStation und Smartphone streicht und das Ganze dann PC und Xbox exklusiv macht. Nummer 3, Notchs Erfolg. When I was young, we didn't have a lot of money at all. If I ever get rich, I'm not gonna be one of those boring rich people who doesn't spend money. Geld macht zwar nicht glücklich, aber es beruhigt. Right now I'm just, you know, buying houses in LA and partying. Nachdem Markus Notch Persson bei Mojang ausgeschieden war, hat er sich für eine kleine Weile vom Spieleprogrammieren zurückgezogen. Was natürlich mit all den süßen Scheinchen von Microsoft kein allzu großes Problem dargestellt haben sollte. Notch zog nach Hollywood und kaufte sich eine Villa im Wert von 70 Millionen Dollar, die auch Beyoncé und Jay-Z haben wollten. Es war das teuerste Anwesen, das jemals in Hollywood verkauft wurde. Prost, Notch, du hast den Jackpot geknackt. You could possibly never release a game again. Yeah, and I would be fine with that. Nummer 2, Minecraft als Lehrmittel. Ein Videospiel als Lehrmaterial, dass wir das noch erleben dürfen. Die Viktor-Rydberg-Schule in Stockholm hat 2013 verpflichtende Minecraft-Stunden für ihre 13-jährigen Schüler eingeführt. Durch den Minecraft-Unterricht sollen die Schüler wichtige Dinge für ihre Zukunft lernen, wie das Planen von Städten oder das umweltfreundliche Umgehen mit Rohstoffen. Ungefähr 180 Schüler eines Jahrgangs sollen nun so realistische virtuelle Welten wie möglich erschaffen und an jegliche Infrastruktur denken, wie Wasserleitungen und Energienetzwerke. Also so wird mal kreativ in die Zukunft investiert. Bevor wir euch unsere Nummer 1 zeigen, hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Nummer 1, der Einfluss von Infiniminer. Minecraft wurde nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern von etwas sehr Einfachem inspiriert. Sein Vorläufer war Infiniminer, ein kleines PC-Multiplayer-Spiel, in dem man wertvolle Mineralien sammelt und Bauwerke mit ihnen baut. Kommt einem doch bekannt vor, oder? Notch hat offen zugegeben, dass ihn das Spiel bei der Entwicklung von Minecraft enorm beeinflusst hat, was man auch ziemlich eindeutig sieht. Aber Infiniminer war durch seine eigenständige Grafik und seiner detailreichen Auswahl an Spielfiguren trotzdem einzigartig und die direkte Inspiration für eines der größten Spiele aller Zeiten. Was hältst du von unserer Liste? Like, were you serious? Was ist dein Lieblingsfakt über Minecraft? Für noch mehr erbauliche Top 10 Videos abonniere und teile WatchMojo Deutschland. Grass, 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 grass. Mach dich bereit und wähle ein Team, denn es ist Zeit für einen Pokémon-Kampf. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute wählen wir die 10 besten Pokémon-Kämpfe der Zeichentrickserie. Willkommen bei WatchMojo und heute wählen wir die verrücktesten GTA-Mods.